Ich grüße euch. Könntet ihr mir nicht ein warmes Bett herbeizaubern? Bei Shor, ist das Azuras Stern? Wie kommt ihr in den Besitz eines solchen Schatzes? Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saarthal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord, nicht für eure unheilvollen Experimente. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Uiuiuiui. Ist eure Rüstung etwa aus Drachenschuppen gefertigt? Bei den Göttern. Für eine solche Rüstung würde ich einiges geben. Was ist los? Drachen? Ihr kämpft mit Azuras Stern? Aber wie ist das nur möglich? Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Ihr habt dieses Land gerettet. Und unser aller Seelen. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Was ist denn das? Und damit. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Die Elder Scrolls 1000. So. Sie fortgeschrittenen Scrolls. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich... Was gibt's denn? Kotlak weiß... Danke, dass ihr das Vampir... Alles in Ordnung? Was wollt ihr, kaiserlicher... Euer wölfisches... Einen gefangenen Drachen frei... Was braucht ihr? Bürger? Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Er sagte... Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süße... Ihr wird nicht rumget... Ihr gehört doch zu diesen... Was wollt ihr? Was haben diese Akademie... Ich lüge nicht. Ich habe das... Was? Oh. Oh nein. Ich habe genug von euch. Ihr hättet nie herkommen sollen. Nett. Oh, sorry. Volle Kanne auf ihn gezielt. Er hat einen Pfeil ins Knie bekommen. Doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Tja, soll jemanden helfen hier? Wisst ihr, wen ich helfen soll? Richtig! Niemanden! Oder ich weiß es nicht. Was macht denn Serana da hinten? Der rennt hin und her. Was wollt ihr? Ja, bitte? Wenn ihr etwas... Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtig... Man munkelt von einer Rebellion gegen das Kaiserreich. In den Sümpfen hört man des Nachts seltsame Geräusche. Und dann ist da noch das Trauerspiel mit Rogars Haus. Rogar. Die Männer sind einfach nur auf der Suche nach Weisheit. Alles wird gut ausgehen. Ich bin ein bisschen zu laut, ne? Das tut mir jetzt schon leid, deswegen werde ich mal aus dieser Entfernung sprechen. Das wollten auch viele hier. Jetzt machen sich ein paar Leute Sorgen, dass dieser Zauberer Valion alles verderben. Huch. Wenn hier irgendwas knallt oder plötzlich laut ist, dann ist irgendwie ein Fenster aufgesprungen. Denn hier stürmt es ganz schön gerade. Und YouTube hat irgendwie ein DNS-Server, also muss kaputt sein, weil YouTube hat so einen dermaßen schlechten Download gehabt. Für 750 MB braucht er 8000 Minuten. Oder 11.000 war die Spitze. Habe ich abgebrochen. Tja, ich weiß nicht, wen ich helfen soll. Was ist los? Drachen? Dann gehe ich mal. Ich auch. Wir haben noch ein paar Sachen zu tun hier, aber ich weiß nicht was. Ja? Nee? Nun seht euch nur an. Tamriel.
Das Unsichtbare kann Unrast. Einige fürchten. Die Zeit wird mir recht geben. Und der Arsch wird dir gerecht sein. Haltet die Augen. Verdammt. Bleibt da. Legat. Bleibt wachsam. Leg gut. Leg ad. Lock gut. Lockel, lockel. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst. Ach Mann. Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht hier. Was? Klappern der. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Ich hab nichts mit den klobigen Zweihändern anfangen. Klobige Zweihänder. Das ist awesome. Och Mann, oh. Hier ist hier jemand? Offensichtlich nicht, aber die Tür ist auf. Okay. Da hat jemand die Tür aufgelassen. Gut. Ne, ich will ja nicht aufschließen. Das wäre eh so schon ein Gefängnis. Türen aufschließen. Wenn du das da machst, dann bist du tot. Wo sind all die Leute hin? Ja. Nein. Hat die überhaupt Augen noch? Ja, Mann, die sind so rot, die sieht man gar nicht. Aber hübsche Augen hat sie. Ich grüße euch. Tja. Wie soll ich denn noch helfen hier? Die Götter wissen, was ihr getan habt. Huch! Nein, nein. Nun, manchmal schon. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen aus. Kannst ja die Pixel Meist gucken. Funktionieren sie nicht, aber ich versuch's trotzdem. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Ich habe damit begonnen, als ich noch ein junges Mädchen war. Eine Tempelheilerin auf Pilgerreise blieb hier und hat mir die Grundlagen beigebracht. Sie hatte ein Buch dabei, das den Titel Das Lied der Alchemisten trug. Ich habe es immer wieder gelesen. Wenn ich doch bloß noch ein Exemplar davon hätte. Wenn ich eine Abschrift finde, bringe ich sie euch. Wirklich? Ich würde euch gerne etwas über Kräuter erzählen, wenn ihr das Buch findet. Ja. Auf Wiedersehen. Endlich. Das finde ich in Blauer Palast. Und das ist nicht weit von hier. Geil, dann können wir da hinspringen. Warte mal, dann rennen wir zu Fuß dahin. Klinge der Kaviri. Endlich, wir haben eine Mission. Wir können endlich Tane werden. Cool, ich dachte, das würde länger dauern. Ha! Pilze, die im Dunkeln hausen. Da. Wird's wo? Wie? Ah. Schnipp. Schnapp. Auge. Ab. Ja,
Ja, hör auf. Wir sind hier fertig. Klirr. Klirr. Huch. Rehe. Hirsche. So, wir müssen den Berg hoch. Hirsche, Hirsche. Hirsche, Hirsche, Hirsche. So. Was denn? Hüpf. Hüpf. So, ich laufe mal übers Wasser. Gehe ich da hinten rein oder? Da sind die Wellen noch nicht mal zu Ende geladen. Jetzt ist die Welt zu Ende geladen. Boah, wow, richtig cooles Bild. Die Rügenwalder Mühlenwurst. Kräftig, deftig, würzig, gut. Das sieht so ein bisschen so aus wie diese. Wie diese komische Leucht. Ne, nicht Leucht hier. Windmühle aus der Werbung. Waren wir eigentlich da jemals drin? Ja, ne? Vor langer, langer Zeit. Waren wir mal einst da drinne? Gut, begeben wir uns nach Einsamkeit. Denn an sich dürfte der Vogel auch nicht weit vom Apfel fliegen. Ah, sieht schon ewig geil aus. Voll stabil, es ruckelt nichts. Lager der Ostkaiserlichen. So, ich wollte euch noch mal eben Bescheid sagen, dass ich jetzt springe. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Der labert mich von der Seite an. Gute Geschäfte für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft bedeutet noch mehr Gold für das Kaiserreich. Jo, jo, jo. So, huch, was machen die denn hier? Bauen die hier? Kenn ich gar nicht. Drachenschuppengefährlich. Ich finde den Sprecher super, ey. Der ist echt geil. Uah. Habt ihr etwa mit Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Hui, 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 hui. Ui, 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 ui. So, weg mit der Ladezone. Einsamkeit. Dort, wo wir mal unsere Rüstung versehentlich verkauft haben, die uns jetzt eine Schrottquest. Ich muss mal gucken, wie ich mir die Rüstung hier cheaten kann, ob die irgendwie so einen Code hat. Ich müsste eigentlich einen Code haben. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Sieht aber schick aus, die Rüstung. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht niemals Pause. Ja, ich muss nur zur Bibliothek. Glaube ich. Entweder das oder ich muss zum Badenhaus. Wir wollen ja noch ein Haus bauen, das dritte. Von insgesamt drei. Zwei habe ich schon. Und dafür müssen wir halt den Typen hier ansprechen. Doch, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis denne.